einbandagieren für das Training. Das macht der Seftai Scherifi schon seit einem halben Jahr fast jeden Tag. Bis zu 6,5 Stunden trainiert der Profiboxer hier in Bux. Im Fokus der Kampf um die letzte Chance für einen Vertrag in den USA. Durchtickt nach der Niederlage im Madison Square Garden darf sich der Seftai Scherifi jetzt keine Niederlage mehr erlauben. Jetzt ist mir eigentlich der Kampf noch viel wichtiger, wo man eigentlich die zweite Chance gibt und all die anderen Türen öffnet. Und ich hoffe, dann kann ich diese Chance meistern. Was für Türen würden wir jetzt da aufgehen, wenn es den gewinnen würdest? Viele Türen in Amerika, wo ich vielleicht noch andere Kämpfe machen könnte, bei den wirklich ganz grossen Galas und mit den ganz grossen Leuten und mit den ganz grossen Managers und Promoters. Da würden wir alle Türen aufgehen. Der Seftai Scherifi ordnet seinem amerikanischen Traum alles unter. Der Job ist gekündigt, lebt auch der von seinem Ersparten und von Sponsorengeldern. Der Druck für den 25-Jährigen ist enorm. Doch der Coach Pasquale Accardi glaubt nach wie vor an seinen Schützling. Gut, die Motivation ist da. Agil ist er, Kraft hat er aufgebaut. Es ist so, dass er natürlich die Willensstärke auch hat. Er will das Gleiche nicht mehr wiederholen. Er will natürlich jetzt alles wieder rausholen, was er vorher schon eigentlich wollen hat. Und er will vorwärts gehen. Und wenn einer will und so motiviert auch ins Training kommt wie er, wir trainieren zum Teil dreimal am Tag, und dass einer wirklich so konsequent auch fast jeden Tag anruft und sagt, hey, Pesk, wie hast du und so, ist gut irgendwo, dann ist das wirklich ein erfreuliches Thema. Oder? Die Motivation ist da. Doch dann der nächste heftige Rückschlag. Ende letzter Woche kommt die Nachricht, dass der auf den 8. August angesetzte Kampf verschoben wird. Der neue Termin ist erst Ende September, der Trainingsplan über den Haufen geworfen. Das muss der gebürtige Albaner jetzt zuerst noch wegstecken. Ja, es war schon ziemlich schwer. Es war schon ziemlich schwer und ziemlich enttäuschend. Aber das gibt es halt im Boxen, dass man vielleicht am letzten Abend noch eine Absage bekommt. Aber mit dem muss man rechnen und einfach nicht die Hoffnung verlieren und einfach weiterkämpfen und weiter trainieren. Und genau das machen die beiden. Das grosse Ziel ist trotz der Terminverschiebung immer noch gleich. Mein grosses Ziel ist eindeutig Weltmeister in meiner Gewichtsklasse. Ich bin bei einem von diesen vier Verbänden, IBF, WBO, WBC oder WBA.